Eilmeldung, Eilmeldung. Rekordstrafe für Klimakleber der letzten Generation. Aktivisten müssen ins Gefängnis. Völlig unbelehrbar. Endlich, endlich hat ein Richter in Deutschland verstanden und gemerkt, dass Geldstrafen vielleicht nicht das Mittel der Wahl sind. Jetzt sind drei Aktivisten zu 3, 4 und 5 Monaten ohne Bewährung und ein vierter zu 3 Monaten mit Bewährung verhaftet worden. So, und damit müssen sie ins Gefängnis und ich persönlich kann nur sagen, ja, wer haftet an der Straße, der muss auch haften für das, was er da tut. Also es kann ja nicht sein, dass wir rechtsfreie Räume haben. Wir wissen alle mittlerweile, wir haben schon genug rechtsfreie Räume. Deshalb hoffe ich, dass das nicht das letzte Urteil sein wird, weil es kann nicht sein, dass der Justiz auf der Nase rumgetanzt wird. Freue mich darauf, weitere Richterentscheidungen in ähnlicher Art und Weise zu begrüßen in nächster Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob es dazu kommen wird. Der Artikel vom Merkur ist hier drunter verlinkt. Dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Urteil findet. Ich persönlich finde es deutlich angemessener als eine Geldstrafe, weil eine Geldstrafe tut halt den Leuten nicht weh. Die meisten, die da sich festkleben, kriegen es bezahlt, sind selber gar nicht arbeitstätig und müssen es selber gar nicht erwirtschaften. Und jetzt müssen sie mal ein bisschen, ja, 3, 4 und 5 Monate über ihr Handeln nachdenken im Gefängnis und ja, sehen vielleicht da mal einen ganz anderen Alltag, der sie aus ihrer kleinen Bubble rausholt. Und ja, endlich, endlich hat ein Richter verstanden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nicht vergessen zu abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Euer Marvin, ciao!